Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mal wieder mit einem Video, wo ich ein paar Eier schlüpfe. Habe ich in einem der letzten Videos, glaube ich, erwähnt. Ich hatte ja vor kurzem ein Video, wo ich 9 Eier geschlüpft habe, 19er. Und dann hatte ich wieder, 2 Wochen danach, wieder 19er. Und das war am Montag in der Früh, bevor das Event anfing. Das fing ja irgendwann um 10 an. Habe ich alle 9 geschlüpft und danach habe ich keinen mehr gedreht, damit ich halt die 9 Event-Eier bekomme. Und die 9 schauen wir uns jetzt gleich an. Und ich muss ehrlich sagen, es war, glaube ich, das beste Opening bisher. Für mich. Aber ein Opening wäre nicht komplett, wenn wir nicht auch noch eine Box hätten. Diesmal von Rootbox. Link und Infos unten in der Beschreibung. Aber erstmal die Eier und dann checken wir die Box ab. So, jetzt habe ich schon ein bisschen zu krass gehypt. Bestes Opening. Wird wahrscheinlich auch so im Titel stehen, weil das war echt das Beste bisher für mich. Aber starten wir mal. Es war irgendwann in der Früh auf dem Weg zur Arbeit. Bam. Mein erster. Wie heißt der Typ nochmal? Knackleon. 32 Bonbons, merkt euch das. Mehr geht gar nicht. So. Noch ein Knackleon. Okay. Fast so, als hätte Gordon den Wettbewerb gewonnen. Da leider nur 16. Okay. So. Lavita. Naja. 5,17. Leider nicht. 18 Bonbons, auch okay. Aber Lavita, immerhin. Kann man sich nicht beschweren bei Lavita. Dann. Hummels. Am Anfang hätte man sich auf jeden Fall gefreut, jetzt eher nicht so. 32 Bonbons. Bam. So. Und. Tarnel. Ich kann die Bonbons auf jeden Fall gebrauchen. 32 Bonbons. Krass, oder? So, nächstes rein. Noch ein Knackleon. Bisher läuft eigentlich alles ziemlich gute Sachen. 32 Bonbons. Zu krass. So, ich glaube das letzte Ei. Und Gattini. 32 Bonbons wieder. Bam. Jetzt kommt das letzte Ei. Ich erinnere mich. Ein alter Kollege. Relaxo. Was für ein krasses Opening. Der hatte, glaube ich, jetzt wenig Bonbons, der hat 16. Und das war's. Oh, was? Okay, das überrascht mich echt jetzt. Ich dachte, das war's. Noch ein Lavita. Leider nicht 5,17, aber hey. Oh mein Gott, da. 23 Bonbons, auch nicht schlecht. Das war's aber. Krasse Sache. Eigentlich nur gute Sachen. Viele Sachen, die ich gebraucht habe, Knackleon. Ich habe davor, glaube ich, 4 gesamt gefangen. Und jetzt kann ich den sogar entwickeln. Und Tarnel kann ich auch immer noch gebrauchen. Relaxo, Lavita, Dratini. Das Schlechteste war echt ein Bummels und so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Okay, der ist schon schlecht, aber immerhin ist er neu. Besser als Panzeragon oder so ein Schmarrn. Und die Anzahl der Bonbons war krass. Leider kein Sternstück drin gehabt und auch kein Ei, also Glücksei, weil das auf dem Weg zur Arbeit war. Voll überrascht, ich habe gar nicht damit gerechnet, gar nicht drauf geachtet. Aber schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Opening fandet. Ich finde auf jeden Fall, das war mein bestes Opening bisher. Nichts Leidendes, krass viele Bonbons. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Bei mir läuft's. Jetzt checken wir noch die Box ab. Wie gesagt, von Rootbox. Shoutout an die. Link ist unten in der Beschreibung. Wie immer, Foto, Share und dann kann man was gewinnen. Habe ich bisher echt noch nie gemacht. Ich nehme es mir immer vor. Aber irgendwie nicht so fotogen. So. Da haben wir eine Dr. Who Figur, wenn ich den mal rausbekommen würde. Hatten wir schon oft, Dr. Who sehr beliebt, nur keine Serie, die ich verfolge. Aber die Serie hier verfolge ich und nicht nur ich, sondern alle von euch. Pokémon passt perfekt für uns. So, die muss ich natürlich gleich mal anprobieren. Ah, das ist so eine Cap, die trägt man eher vorne, oder? So, noch schön den Daumen hoch für ein Thumbnail später. Okay. Dann, wir mein T-Shirt. T-Shirt immer am Start. Diesmal von Jurassic Park. 25-jähriges Jubiläum. Interessant. So, das Standard Jurassic Park Motiv. Coole Sache. Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch ein Assassin's Creed Anhänger. Okay. Und ein irgendein Pin. Ihr wisst, meine Pinsammlung wächst.
Auch wenn ich leider keine Ahnung habe, was das sein könnte. Und das war's auch schon diesmal. Nette kleine Box. Neue Cap. Krasse Eier gebrütet. Auf jeden Fall die besten bisher. Das war's von mir. Ich gehe jetzt noch raus. Bisschen EP machen. Doppel-EP-Event ist am Start. Nochmal Dank an Rootbox. Link ist unten in der Beschreibung. Vielleicht mache ich endlich mal ein Foto und gewinne da irgendwas. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Check den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon Serious Business.